Fertigstellungsbereich oder irgendwie sowas ähnliches. Und sind hier einem Rätsel auf der Spur, wohin die Leichen denn eigentlich verschwinden. So. Klettert mich da was an. Open it for me, open it. Meine Lupe, für 10 Gold. Ist irgendwo weiter? Ja, da unten geht's weiter scheinbar. Zack. Haben wir hier? Okay. Da hätte ich jetzt meine Waffen aufgerüstet, aufgefüllt. Ist nicht, haben wir nicht. So, da drüben geht's weiter. Wir hatten allein diese Woche mehr als 100 Tote pro Tag. Ja, die Schwermut spült mehr Scheiße aus der Stadt, als es die Wache je könnte. Und inzwischen erwischt es auch die Reichen. Der General wird mit unserer Reinigungsarbeit sehr zufrieden sein. Reinigungsarbeit. Recht habt ihr, Herr. Guter Mann. Ich bin sicher, wir. Hier? Okay, scheint nur so ein komischer Raum zu sein. Hier müssen wir hoch. Verletzungen an Augen und Ohren selbst zugefügt. Prellungen im Halsbereich. Die Frage, wo geht's jetzt weiter? Hier runter? Schnitte am Handgelenk, vermutlich selbst zugefügt. Wenn ihr mich fragt, gleicht ein Toter dem anderen. Es ist lästig, aber die Feststellung der Todesursache hilft uns, die Ausbreitung der Krankheit zu beurteilen. Dobbs scheint auf einige von ihnen geschossen zu haben. Vermerkt ihr das auch, Herr? Seid nicht so vorlaut, Wachmann. Das steht euch nicht zu. Geht lieber wieder auf euren Posten, bevor ich euch davon entbinde. Dieser Knallhart steht hier halt einer. Einer der Beamten des Barons. Vielleicht hat er ja was bei sich. Ich muss die Männer unbedingt daran erinnern, dass Armbrustbolzen Geld kosten. Mein Biergeld geht schon wieder für Erzählungsflöten. Mal knallhart das Licht ausgemacht. Aus dem zweiten Stock geworfen, würde ich sagen. Oder ist selbst. Das wird halt schwierig. Die Männer unbedingt daran erinnern, dass Armbrustbolzen Geld kosten. Hat jetzt sieht mich hier noch. Da oben. Eventuell kann ich ja. Wo habe ich dieses Ausblutungen aus Hals und Handgelenken. Wohl macht. Na komm schon. Genau. Der Pfeil ist einfach so in seinen Kopf gefallen. Zack, kurz K.O. geschlagen.
ich hier nicht anheben? Scheinbar nicht. Oh Gott, da. Totenliste. Ausgestochene Augen, ein Ohr abgerissen, Todesursache Schwermut, Quetschung im Hals, gebrochene Wirbel, Todesursache Hängen, Schwermut, Schädelbruch, Armbrustbolzen, Todesursache Mord, Schnittwunden am Handgelenk, schwerer Blutverlust, Todesursache Schwermut. Okay. Noch ein Post dabei gehabt. Ah, jetzt kann ich ihn anheben. Da stand gerade irgendwas mit Maschinenraum. So, jetzt muss ich eigentlich nur den Kollegen da unten ausschalten. Oder ich schleife mich einfach über ihn ran. Oh, ich lasse mich einfach direkt vor ihm fallen. Das ist halt der optimal. Ist er noch verwirrt? Was für ein stumpfer Fall mit ihm macht, wenn er ihn an den Kopf kriegt? Okay, scheinbar gar nichts. Ich weiß, dass du da bist. Ich werde dich finden. Haben wir denn noch einen? Wasser, Feuer, scharfe Feuer. Der liegt mir gerade so schön im Rücken zu. Nicht vor dir und mir. Das ist ein schön K.O. Schlag. So. Hier glitzert und glänzt es nämlich noch ordentlich. Und wenn es glitzert und glänzt, dann möchte ich es haben. Hier ist ein Schrank zum Speichern. Hier ist ein Wurfinventar. Dingsbums. Und da hat man ein bisschen Geld. Danke. Aber auch noch ein bisschen. So. Dann schätze ich mal, muss ich durch. Muss ich hier jetzt weiter? Komme ich hier weiter? Geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Da hinten war noch eine verschlossene Tür. Die möchte ich noch kurz untersuchen. Obwohl, bin ich da hergekommen? Ach, da wäre ich tatsächlich hergekommen. Ah ja. Okay, dann brauchen wir da nicht lang. Dann gehen wir hier links. Bop, 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 bop. Okay, da sitzt einer mal knallhart ein Nickerchen. Ist hier irgendwo was zu sehen? Scheinbar nicht. Schauen wir doch mal, ob wir den K.O. geschlagen bekommen. Dann schläft er gleich noch besser. Zeigt mir eine geschlossene Tür und ich muss. Das Glas vor mich. Dieser Mechanismus ist mir allerdings neu. Jetzt wäre ein Schlüssel gut. K.O. Schlag. Hey. Nicht viel Glas. So, was haben wir denn hier? Zutritt verboten. Unerlaubtes Eindringen jenseits dieses Punkts wird bestraft, ohne Ausnahme. Bei Zweifeln den Offizier der Verwaltung aufsuchen. Auf direkten Befehl des Diebesfängers Generals. Diebesfänger Generals war. Diebesfänger Generals. Ach, das ist das, was der dabei hatte. Okay. Bunga, bunga.
Und gucken wir mal, ob es hier noch irgendwo was rumliegt. Was man hier mitgehen lassen kann. Ein Flachmann. Wie sagt man so schön, 4 Gold haben oder 4 Gold nicht haben? So, was haben wir denn hier noch? Hier nochmal ein kleines Abstellkämmerchen. Okay, was haben wir hier noch? Okay. Ah, verstehe. Gut, dann gehen wir mal durch die Eisentür. Erstmal spähen wir mal durch. Das erwartet uns in der Dunkelheit. Das ist schon mal schön. Also durch da. Folge dem Weg der Toten. Hake dich wieder an das Fließband ein. Ah ja. Ah! Oh. Scherben. Die liegen ja scherbenweise rum, die Scherben. Und wir warten auf einen freien Haken. Und jetzt einer kommt. Und weiter geht die Fahrt. Mit Pausen. Für den Snack. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an das Abfertigungsband von Portal. Von den Robotern. Für einen Toten ist Cornelius ziemlich schwer zu finden. Aber ich brauche seinen verdammten. Oh, schön der Reihe. Erst mal fallen lassen. Nicht drängeln. Die Flammen laufen euch nicht weg. Die Flammen? Okay. Das stimmt nicht. So. Mir egal, ob deine Mutter die Schwermut hat, sie wird nicht bei uns wohnen. Diebesfänger General Surf. Was hatte die Leiche dabei? Nichts. Nichts? Ich wollte gerade eine andere Leiche holen, als ihr übernommen habt. Weißt du, ich will nicht viel. Nur Respekt. Was zu trinken? Gold! Und dass meine Leute tun, was ihnen gesagt wird. Bam! Wirf ihn in den Hof und durchsuch ihn nach Geld. Den Toten ihre Habseligkeiten und ihre Würde stehlen? Der Diebesfänger-General übertrifft sich wieder mal selbst. Wird Zeit, den Ring zurückzustellen. Der Zeit, den Ring. Stiehl den Ring vom General. Und das machen wir in der nächsten Folge.
Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.